Mahlzeit, herzlich willkommen beim Bro Sowieso Kanal und Tag 3 des Daily Vlog Experiments. Also noch funktioniert es so halbwegs. Gestern habe ich aber nichts mehr gemacht. Also wir waren dann zu Hause, haben was gegessen. Dann habe ich noch E-Mails gemacht und Videokram. Auch für ein größeres Videoprojekt, das wartet jetzt auf Freigabe. Da muss, also da habe ich schon Rückmeldung, da muss halt ein bisschen was raus. Aber da warte ich dann drauf, was raus muss. Und dann habe ich mich aber auch versucht hinzulegen, weil ich noch nicht ganz fit bin und die Nachtschicht da habe und das Wetter auch so ist. Da habe ich halt nichts mehr aufgenommen. So, heute, dann jetzt eben, ich war noch viel zu früh wieder wach gewesen, kurz nach 11 oder was. Und war aber erst um 20:06 zu Hause und um 7 im Bett. Jetzt haben wir 2:10 und ich habe jetzt schon Video für gleich geschnitten. Ich lege gerade hoch. Nochmal ein Update für den ganzen Merch. Könnt ihr also jetzt schon sehen, wenn ihr das seht, ist ja das gestern Abend hochgegangen. Habe Bestellungen noch bearbeitet ohne Ende, nicht ohne Ende, aber ein paar Bestellungen. Habe auch noch so ein paar E-Mail-Kram-Sachen machen müssen und das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge, was bis jetzt passiert ist. Nichts Spektakuläres. Es war eigentlich auch dumm, mit dem Projekt in der Nachtschichtwoche anzufangen, weil da halt so wenig ist, wo man on the run ist, weil halt dann mal Zeit ist, ein bisschen Videokram schnittmäßig aufzuholen. Schauen wir mal. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt die Tage kommen soll. Ich habe gerade gar keine Idee. Ich habe zwar ohne Ende noch Vlogs, die fehlen, aber ich wollte jetzt nicht alle nacheinander raushauen. Aber ich denke mal, morgen müsste dann vielleicht doch noch mal einer kommen, damit wir mal ein bisschen aufholen und wieder aktuell sind. Ich muss auch gucken, was jetzt als nächstes kommt. Ich vermute mal Phantasialand, oder? Ich kann ja auch mal im Kalender jetzt gerade hier gucken. Ne, März hatten wir schon. Was denn hat man hier? Die Ostern-Tour. Also Ostern ist jetzt online. Dann waren wir wieder da. Und, ach, Escherbend. Ach du Scheiße. Oh, das ist natürlich Escherbend, Phantasialand. Und dann kommt Mondo Verde. Rein in Flammen. Und dann haben wir halt erstmal. Okay, Escherbend, next Vlog. Hauen wir mal rein, wa? So, dann melde ich mich auch nochmal. Wir haben jetzt 9:05. Ich habe jetzt gerade noch einen Haufen E-Mails bearbeitet, also von den Bestellungen bearbeitet, für den ganzen Merch-Stuff. Das war dann wieder ein ganz großer Schwung. Und mache mich jetzt ready und dann fahre ich zur Arbeit. Und dann war es das auch schon wieder. Da gibt es nichts zu filmen, nichts zu zeigen, nichts zu erzählen. Und bis morgen früh um 6 Uhr arbeiten. Und dann seht ihr das Video auch schon kurz danach wieder. That's it. Heute ist wieder nicht sehr viel passiert. Ich habe mit ihm, habe ich mich nochmal hingelegt und habe so verpennt. Also ich habe mir einen Wecker gestellt und der musste mich dann wecken. Also mit dem Wetter und allem. Das ist momentan so voll drüber. Aber was soll's. 3 Nachtschichten noch, dann das Wochenende. Ach ja. Mal gucken, was der morgige Tag so bringt. Aber ich habe es ja schon gesagt, ne? Die Nachtschichtwoche ist nicht die klarste Idee, damit anzufangen. Alles klar, ansonsten sehen wir uns dann morgen im nächsten Video. Peace.